So, jetzt geht's weiter mit Let's Play Star Wars Code of Knights of the Old Republic. Ich habe schon mal auf die auf die Konsole geklickt. Hier steht, das ist von der Chairs Car Corporation. Yeah, ich nehme mal an. Guten Tag, ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Chairs Car Corporation auf der Citadel Station. Ich verbinde Sie mit Yana Lorso, der verantwortlichen Direktorin hier. Soll ich Sie durchstellen? Was willst du? Das weiß ich leider nicht. Ich bin nur ein Verwaltungsassistent. Soll ich Sie durchstellen? Ja. Danke, ich verbinde Sie jetzt. Guten Tag. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Mein Assistent hat euch sicher bereits informiert. Ich bin Yana Lorso. Warum ruft ihr an? Ich hörte, dass euch ein Etorianer aufgesucht hat. Zweifellos wollte er sich eure Hilfe erschleichen, indem er an euer Gewissen appellierte und versteckte Drohungen aussprach. Er hat mich aber nicht bedroht. Ach, und die Exchange hat er vermutlich auch nicht erwähnt? Und dass er euch helfen könnte? Dass die Etorianer die Exchange nicht zu euch führen, wenn ihr mit ihnen kooperiert? Nein, darf man nicht zu sagen. Na, ist ja auch egal. Tut mir leid. Ich wollte eure Zeit nicht mit den Etorianern vergeuden. Sondern? Ich glaube, dass ihr sehr einflussreich seid. Ich hätte lieber euch auf meiner Seite als die Etorianer mit ihrem Pseudomystizismus und ihrer stümperhaften Idiotie. Sie stehen dem Fortschritt und dem Profit im Weg. Ich bitte euch aber nicht um Hilfe. Ich mache euch ein Angebot. Arbeitet für die Chaka Corporation und ihr werdet fürstlich entlohnt. Ihr würdet euch selbst helfen. Wenn ihr interessiert seid, kommt in unser Büro im Wohnmodul 082. B4D4 weiß, was zu tun ist, wenn ihr dort ankommt. Ich komme nicht. Schade. Aber ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt, falls ihr eure Meinung ändert. Die Citadel Station steht am Scheideweg. Genau wie ihr. Entscheidet euch nicht für den falschen Weg. Wir sollten weiter schlafen. Sobald sie uns entlassen, werden wir von hier verschwinden. Schon wieder schlafen. Wie oft wollen die schlafen? Ich wollte euch informieren, dass die Regierung von Telos die Ermittlungen bezüglich der Peragus-Mine eingestellt hat. Offenbar war die Harbinger wirklich vor Ort, bevor unsere Schiffe an der Station eintrafen. Sie ist für die Zerstörung der Station verantwortlich. Einige Logdateien aus den Ruinen der Anlage weisen darauf hin, dass die Minenarbeiter aufgrund eines Sabotageaktes starben, als ihr und eure Gefährten kampfunfähig oder gefangen wart. Der Hausarrest wird daher aufgehoben. Ja, finde ich gut. Die Republik schickt jetzt ein eigenes Schiff nach Peragus und besteht darauf, dass ihr für die Dauer der Ermittlungen auf der Station bleibt. Warum schickt die Republik ein Schiff oder muss hier bleiben? Ich weiß, warum den Schiff. Um die Zerstörung der Station weiter zu untersuchen und die Harbinger zu finden. Wie lange muss ich hier bleiben? Die Sojourn ist schon unterwegs und nur noch ein paar Standardtage entfernt. Ihr könnt diese Unterkunft gerne weiterhin nutzen. Das Schiff ist fertig. Geht bitte zur TSF-Station im Unterhaltungsmodul 081, um den notwendigen Papierkram am Schalter zu erledigen. Die Ebonhawk wird freigegeben, sobald ihr eine Abreiseerlaubnis bekommt. Wenn ihr den Papierkram erledigt habt, wird er mit eurem Schiff den beschlagnahmten Waffen und euren Rüstungen übergeben. Und? Was jetzt? Wir können nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Mit der Ebonhawk oder mit einem anderen Schiff. Wir könnten nach Nar Shaddaa fliegen. Da kann man gut untertauchen, wenn man verfolgt wird. Sprecht ihr das verhaftet? Warum müssen wir weg? Was meint ihr? Ja, das verspreche ich wieder. Warum müssen wir weg? Hey, Telos ist erledigt. Spätestens seit Peragus in die Luft geflogen ist. Abgesehen davon könnten jederzeit deine Freunde von Peragus hier auftauchen. Warum ist Telos erledigt? Weil Telos von der Citadel Station abhängig ist. Und die ist auf den Treibstoff von Peragus und das Wohlwollen der Republik angewiesen. Die Treibstoffreserven der Station sind mit der Mine hochgegangen. Und die Senatoren? Hey, die kannst du vergessen. Das besprechen wir gleich später. Ich will ja nicht quer schon. Ja? Na, gut, danke. Ist dabei, was ich hören kann. Gescheites A-Kräfte ist gut. Das ist eine Form. Machtabwehr. Nee, ich mag so passives Zeug nicht. Nee. Wieso kann ich jetzt schon Druiden höher machen? Horror. Na gut, ich skill Horror. Das ist ein richtiger Horror. So. Renn doch in die Richtung. Renn.
ein paar. Ich weiß nicht, welche. Ich guck mich jetzt erstmal hier um. Sperrhaut. Was meins? Gucken, was hier so ist. Zunächst mal. Oder eigentlich hier ausräumen. Ist nichts drin. Gut, dann. Apartmentkomplex C. Was blockiert das? Die Tscherka-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen republikanische Truppen, um die Ordnung wiederherzustellen. Nee. Ah, nee, ich sehe nichts. Brauche ich eine Karte? Was ist das hier? Tür. Mozart ist der von... Ergon. Genau, ja, Mozart schickt mich, ich soll mit Chodo Hubbard reden. Ich werde gerne mit ihm ansprechen. Ich sag's erst. Ja. Das ist unwichtig, deswegen kann ich's weg. Weil wir im Empfang. Nachts für die Indianer. Ich wollte doch mal... nicht. Ja, aber jetzt habe ich alles ganz wohl... meine Ankunft gespürt. Hier kann ich auch rumlabern. Der macht eine... Aber ich kann es vorlesen. Mozart sagt, ihr könnt mich heilen. Was meint er? Was meint ihr damit? Sicher, dass ich bei eurer Ankunft spüre, war unnatürlich. Es war von großen Schmerzen. Rede. Es ist also passiert, als es macht man also, was für mich brutal und schnell getrost wurde, durch das Ernst. Bezieht entsteht in der entsteht es nicht. Einst spürte ich die Macht und sie kehrt langsam zurück. Ihr tragt eine Wunde mit euch, aber lasst mich euch untersuchen. Vielleicht kann ich einen Teil des Verlorenen retten. Ich höre immer nur könnte und vielleicht. Es ist anmaßend, von Heilung zu sprechen, während die Welt in eurer Obhut brennt und stirbt. Vielleicht könnt ihr helfen. Aber alles hat seinen Preis, nicht wahr? Versteht mich nicht falsch. Es ist unser Wunsch, etwas lebendiges Leiden, sehendes Leiden, verzerrt und sagen. Sagt, wisst ihr, vor welchem Problem wir stehen? Ich will gerne auch mal. Probleme mit der Chance Corporation, oder? Ja? Zuerst ist die Fortsetzung der Linie. Den Blick hat die Citadel Station nur ein Frieden KI zu erwarten. Sie ist vor einiger Zeit verschwunden. Wie? Und weiter? Wurde es gestohlen? Die TSF hat die Angelegenheit klar und deswegen leider unerfolgreich. Ich glaube, die Soldaten nicht, dass er gestohlen war. Die Bogen kosten auf Antrag meiner Herde einen Zweifel. Sogar läuft die Station eintreten. Die Regierung von TSF hat einen Eskort angekommen. Ich hatte gehofft, dass ihr die sichere Überholung mit dem Stoff zu machen. Hilft ihr uns? Ja, ich bin auch richtig an. Was springt für mich dabei aus? Ich denke darüber nach. Nein, ich helfe euch nicht. Ja, ich kümmere mich dran. Ich danke euch, ich werde meine Leute benachrichtigen. Sie warten also in Gruppe 2. Doch nur 126. Ich komme mit der drüben KI wieder. Ja. Naja. Sprint. Alles sehr schön verschwommen. Gib mir Schule, Ich würde erst, als er vor uns stand, hat er diese Idee. Okay.
kennt die Tier schon mal gehört. Nur einmal am Tag, an dem ich nach Telos kam, über sein verbrannter Überfluss ging. Dieser Schmerz, ich weiß nicht, wo er ihn, wie er ihn ertragen kann. Weil er keine andere Wahl hat. Ja. Vielleicht wird er geheilt, wenn er den Planeten zu haben. Hab ich auch. Ja. Genau hier. Aha. Red noch mal. Du, Nitamanta, Yuma Lotawata, no Sanastika. Wer seid ihr? Dobre Kumili Wosa Sima. Was macht ihr hier? Ich bin der dabei, der unbekannte Unabamachab und Scheich bezahlt euch, was die Wahrnehmung brauchen, wenn du wenigstens kannst. Wenn wir das so spielen, aber das hat sich ja noch ein bisschen in die Frage gebracht. Welche Lage? Ich habe aber meinen geliebten Mama als Einsatz gesprochen. War unschlagbar, ich konnte nichts verlieren. Aber ihr habt verloren. Ja, das habe ich. Und jetzt muss man als Kämpferin für das Entfernen haben. Ja, das ist ja hastig, Stefan. Ja, natürlich habt ihr... Ihr habt eine Sklaven ausgemacht. Deswegen arbeite ich Tag und Nacht, verkaufe mich in Jets der Corporation, damit ich sie von dort zurückkaufen kann. Aber es wird Monate dauern, wirklich Jahre, bis ich so viele Credits zusammen habe. Dort könnte sich von mir wegbringen. Was verlangt er für sie? 2000 Credits. Ich war töricht und vermessen. Ich habe in diesem Spiel alles gesetzt, was ich besorge. Ich denke, ich kann Gochong dazu bringen, die Sache von unserem Standpunkt aus zu betrachten. Dann alles gut, ich rette euch nicht vor eurer eigenen Dummheit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ich sag uns weiter. Wirklich, dann wünsche ich euch viel Glück, wenn du mir wieder besser in der Hand. Aufträge mal hier annehmen. So. Wallack, wallack. Jetzt suchst du ja doch, da ist ein Spind. Spind. Credits. Hey, was machst du in meiner Wohnung? Danke, dass ihr mich in diese Situation gebracht habt. Ich sehe mich nur um. Das sah aber nicht so aus, als würdest du dich nur umsehen. Verzeih, ich dachte eben, ich gehe jetzt. Ja, wirst du. Und jetzt verschwinde, bevor ich die TSF rufe. Dann wanderst du in den Knast. Ja. Du schon wieder? Hast du es immer noch? Raus, hier! Ja. Den Spind räume ich noch aus. Ach, ich habe einen Schnitt. Schnittigen Schnitt. Gut, jetzt wird hier ein schnittiger Schnitt gemacht. Bis zur nächsten Part.